Es ist Montag, der 22. Januar 2018. Dies ist eine Aufzeichnung für die Sendung Macht und Menschenrechte von unser Politikblog. Heute geht es um Mütter gegen Gewalt. Und ich darf ganz herzlich Frau Mona Maja begrüßen. Guten Abend. Frau Maja, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für die Sendung. Viele Menschen bewegt zunehmende Gewalt in unserem Lande. Und ja, ich denke, es ist auch so, längere Zeit haben Medien zu wenig berichtet, jetzt wird plötzlich ganz viel berichtet und das kann man vielleicht manchmal ein Gefühl der Ohnmacht und der Angst machen. Also ob Medien jetzt zu wenig oder zu viel berichtet haben, ich würde mal sagen, einfach ist für den bei dem Bürger angekommen halt, dass mal wird berichtet von wem, mal wird nicht berichtet von wem. Und wenn Sie mal alleine darüber nachdenken, Silvester 2015, dass in den allgemein gut bekannten Medien ARD, ZDF, RTL die Informationen, was da los gewesen ist, das war ja nun mal hauptsächlich Gewalt. Und dann nochmal differenziert hauptsächlich Gewalt gegen Frauen, dass das erst 4 Tage danach in den Medien war. Und da muss man sich nicht wundern, wenn dann bei dem Bürger der Eindruck entsteht, hier soll was vertuscht werden. Was soll vertuscht werden? Soll erstmal vertuscht werden, dass man, ich sag jetzt mal in meiner Sprache, dass man die Situation da nicht im Griff hatte? Oder soll vertuscht werden, von wem das ausgegangen ist? Ja, und ich sag jetzt mal, dieser Faden von der zunehmenden Gewalt, das zieht sich ja jetzt eigentlich seitdem verstärkt durch unser Land und wird immer mehr und immer mehr und wird einfach aus meinem Eindruck heraus und die, ich sag mal, meine Ansprache durch meine Videos an unsere Mitmenschen, Mitbürger, zeigt mir das ganz deutlich, dass ich da recht habe. Es wird einfach verschwiegen oder runtergespielt oder es wird einfach nicht Klartext mit dem Bürger gesprochen, ne? Und ja, dagegen wehre ich mich. Ich finde, nur wenn man wahr spricht, kann man auch ein Problem lösen. Und das versuche ich halt durch meinen Aufruf, weil ich halt wirklich ganz deutlich sehe, ja, dass es halt Menschen gibt, die in Angst lesen. Es ist ja nicht nur die Frau alleine an sich, die da alleine am Bahnhof steht, oder der Jugendliche, der da alleine am Bahnhof steht. Ich sag mal so, es zieht sich ja mittlerweile durch unsere Einkaufszentren, es zieht sich durch Parks, es zieht sich durch Einkaufsstraßen. Also es ist überall und meine Informationen dazu hole ich mir natürlich auch aus der Tagespresse. Na, ich bin nach wie vor ARD und ZDF-Schauer, aber inzwischen sehr kritisch. Und die hole ich mir dann halt bei PE News, YouWatch und solchen Blöcken, wie Sie den jetzt anbieten, ne? Und ja, das ist halt das, was die Menschen wahrnehmen und wo halt vertuscht wird, ne? Oder verschwiegen wird, steht dann auf einmal nur noch eine Männergruppe, dann steht nicht mehr, wer das war, und das, Sie müssen nicht denken, dass der Bürger blöd ist, ne? Dass der das nicht merkt, ne? Der merkt, warum da jetzt auf einmal nur noch Männergruppe steht, ne? Und damit erreicht man das genau das Gegenteil von dem, was sie eigentlich wollen, eine Panik zu verbreiten, denn die Panik ist schon da. Weil nicht, weil die das nicht weiter verbreiten, sondern es gibt genug andere Politblöcke und Informationsmöglichkeiten, wo man als interessierter Bürger da gucken kann, ne? Dann ist nicht, man ist nicht mehr nur, Gott sei Dank, auf die üblichen Medien angewiesen, um da Informationen zu bekommen, ne? Und ich denke mal, dass das ganz, ganz viele Bürger inzwischen machen. Und dadurch ist halt dieses Problem entstanden. Ne? Und ich für mich kann Ihnen nur sagen, dass es bei mir halt so ist, dass es für mich halt spürbar war. Und wenn ich so Berichte da gelesen habe, dann habe ich mich immer so ein bisschen, ich habe mich immer ganz stark in die Opfer reinversetzt und auch wenn die nur 200 oder 300 Kilometer entfernt waren, wenn es jetzt Vorfall war,
Frankfurt. Oder ich brauche gar nicht so weit gucken. Ich brauche mir nur Essen angucken. Ne? Das ist bei mir um die Ecke, was da so los ist. Ne? Dann habe ich mich immer in die Opfer rein versetzt und habe immer so gedacht, ja, da muss ja jetzt mal was passieren. Ne? Da muss ja jetzt mal irgendwie von der Politik was kommen. Ne? Also ich kann mich noch erinnern, hier Lothar de Maizière ganz am Anfang der Flüchtlingskrise, dass der gesagt hat, Menschen, die sich hier an unsere Gesetze nicht halten und unsere einheimischen Bevölkerungen hier angreifen, die werden mit aller Härte des Gesetzes bestraft und davon sehen wir nichts. Ne? Da ist beim Bürger einfach der Eindruck entstanden, dass ja nicht der Eindruck entstanden, es ist ja nun mal tatsächlich so, dass unsere Gesetze einfach gar nicht umgesetzt werden. Ne? Und das, ich finde das nicht richtig. Ich finde das absolut nicht richtig, ne? Und das ist der falsche Weg. Ich finde, wir leben hier in einem Land, unsere Politiker werden gewählt von den Bürgern, weil wir halt hier auch Grundrechte haben. Wir haben ja auch ein Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit, genauso wie seelische Unversehrtheit. Und das Problem wird immer größer und unsere Politiker, ja, ich glaube, die schauen da weg oder wollen es nicht wahrhaben oder halten den Bürger blöd. Und wenn mal jemand was sagt, dann ist man ja sofort der Nazi. Und dagegen möchte ich angehen. Also da würde ich mich vehement gegen wehren. Ne? Wenn man die Wahrheit sagt, nun mal, es ist ja nur mal Tatsache, von wem die Taten da hauptsächlich gegen Frauen, von wem die nun mal begangen werden und das ist nun mal einfach die Wahrheit, ne? Ich meine, es ist ja gerade bei Köln ist es ja auffallend gewesen. Diese Taten zu Silvester, die gab es ja, darüber haben auch einige Medien, unter anderem, soweit ich mich entsinne, das Kompaktmagazin berichtet, die gab es an verschiedenen Orten, nur in Köln am schlimmsten. Also, und es wirkte auch organisiert, da hatten Leute auch Spickzettel dabei, für Worte, die sie an Beleidigungen Frauen sagen. Und in Köln, feministische Zeitschrift Emma von Alle Schwarze hat ja auch berichtet, damals, dass das Vorgehen erinnere an Vorfälle auf dem Tahrirplatz, wo die Massenproteste waren und auch islamistische Rufe von der Moslembruderschaft gewesen seien. Und hat sie die Frage auch in den Raum gestellt, ob das nach dem Stil der Moslembrüder gewesen sei. Also ich fand es seltsam, da ist hinterher nicht mehr viel gekommen, ob das jetzt verifiziert ist oder ob das... Also ich muss ja, müssen sich mal darüber Gedanken machen, es gibt zwei ziemlich bekannte Islamkritiker und eine von diesen Islamkritikern, das ist die Schwester Hatune. Da kann man sich die Frau mal anschauen auf YouTube, braucht man nur eingeben, Schwester Hatune. Das ist eine syrische Nonne und die erzählt eigentlich sehr sachlich und sehr offen, was das eigentlich heißt, ne? Islam oder Moslem für Frauen. Ne? Und diese Frau, ich hatte eine Zeit lang mal überlegt, mich die einzuladen zu meiner Demo, die mal anzuschreiben und sie zu bitten, dazu kommen, aber ich kann das nicht machen, weil gegen diese Frau ein Fatwa ausgesprochen worden ist, genauso wie gegen den Imad Karim. Und Fatwa heißt, die sind von diesen extrem radikalen Islamisten zum Tode freigegeben, ne? Ja, stell dir mal vor, ich würde die zu mir einnehmen und die einladen und die würde bei mir auf meiner Veranstaltung da erschossen werden, ne? Also die Wahrheit, es ist immer so, ich glaube, wenn sich das verbreitet, was diese Männer, diese nicht integrierbaren oder integrierwilligen Männer, was die hier mitbringen, an Vorstellungen von der Wertigkeit einer Frau in Europa. Wenn das zugegeben würde von unseren Politikern, da ist ein ganz immenses Problem. Das Problem ist da und das Problem haben wir hier in unserem Land. Ich glaube nicht, dass eine Massenpanik ausbrechen würde, aber ich glaube, die Erwartungshaltung wäre noch höher. Die Erwartungshaltung, diese Gesetze, die wir haben,
die Gesetze, die wir hier in unserem Lande haben, wenn man die umsetzen würde, auch so wie sie da stehen, dann wäre das nicht so fatal. Man müsste nur halt rigoros diese Gesetze auch umsetzen. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Nehmen Sie jetzt mal an, wir haben jetzt 5 junge Männer, die diese Vorstellung von nun mal haben, also eine Frau ist nichts wert, eine deutsche Frau ist schon mal gar nichts wert. Die kann ich begrapschen und ich sehe das ja auch. Ne? Also die hat ja, ist ja auch leichter bekleidet und das bestätigt ja auch ihr Bild. Ne? Und dann sage ich, ich sag jetzt mal den schlimmsten Fall, zu viert, die vergewaltigen diese Frau. Ne? Und ja, dann werden, beschuldigen sie sich gegenseitig und werden dann wahrscheinlich auf freien Fuß gesetzt. Es muss jetzt nicht immer eine Vergewaltigung sein, es kann auch eine Abstechen sein oder Kopftritte. Also diese Werte, die hier so mit hier reinbringen, die haben, ne? Die zählen ja bei denen nicht. Und wenn Sie jetzt diese 5 Männer nehmen, so, und die sind jetzt erwischt worden bei einer kriminellen Straftat. Und dann werden die gefragt, dann haben die ihre Dolmetscher da und in den größten Teilen der Fällen werden die wieder auf freien Fuß gelassen. Das ist das, was jedes Mal unter den Artikel steht, sind wieder auf freien Fuß. So, dann gehen die dann in ihre Flüchtlingsunterkünfte, wo dann 300-400 Stück sind und dann prahlen die mit diesen Taten. Die anderen 395 Flüchtlinge, die dort leben, kriegen doch den Eindruck, ja, die deutschen Frauen sind hier freiwillig, wenn wir das jetzt mal auf Frauen beziehen, wenn wir die Straftat jetzt auf Schlägereien, Abstechereien unter Jugendlichen beziehen und auch untereinander sind die sicher nicht grün, ne? Das sind ja alles verschiedene Ethnien, die, ich sag mal, die Iraner können nicht auf die Iraker und die Kurden können nicht auf die Türken und dann stechen die sich ja auch, also die Männlichen jetzt stechen sich und trotzdem sind die nach solchen Straftaten immer wieder auf freien Fuß und das spricht sich rum. Die sind gut organisiert, die sind gut vernetzt, das wissen wir. Also werden die sich untereinander erzählen, ja, dann machen die ein bisschen auf böse, dann sitzt du da im Polizeipräsidium, die Hälfte von dem, was du da erzählt hast, sagst du einfach, hast du nicht verstanden, kannst die Sprache ja nicht, dann wirst du wahrscheinlich noch im Polizeiauto zu dieser Flüchtlingsunterkunft hingefahren. Im richtigen Fall ist meiner Meinung nach bei solchen gefährlichen Sachen, also ich rede nicht jetzt hier Straftat, das ist ja auch schon Straftatbestand, wenn sie mit dem Bus dreimal schwarz fahren und dann erwischt werden. Also davon rede ich nicht. Ich rede jetzt von diesen wirklich schlimmen Sachen, Körperverletzung, sogar Diebstahl würde ich damit reinnehmen, weil es ja auch schon überhaupt. Wenn man direkt hingehen würde und würde diesen auffälligen jungen Herren sagen, so, mit dieser Straftat hast du deinen Asylstatus hier in diesem Land verloren. Das heißt, Sie wollen das Aufenthaltsgesetz verschärfen, dass man ja, schon auf jeden mit Fall. Mit also nur so würde das ziehen und also ist meine Meinung und so würde man vielleicht den einen oder anderen, der zwar im Kopf denkt, das ist mir hier alles zu frei, die Frauen laufen mir hier zu freizügig rum, aber vielleicht würden die sich zusammenreißen. Ich bin mir ganz sicher, wenn wir unsere Gesetze umsetzen würden und verschärfen würden, innerhalb von einem halben Jahr würden die Kriminalstatistiken von diesen Herren drastisch zurückgehen. Ja, dann etwas mal zum Thema Umsetzung. Gerade auf die, ja, ich sag mal, massenhaften sexuellen Übergriffe am 31.12.2015 in Köln und anderen Städten hat man das Sexualstrafrecht ja verschärft. Es gab vorher praktisch sexuelle Belästigung, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung. Jetzt hat man dazwischen noch eingefügt, zwischen sexuelle Nötigung und Vergewaltigung, schwere sexuelle Nötigung. Es hat verschärft, ab wann schon eine sexuelle Belästigung vorliegt und hat zwischen sexueller Belästigung und sexueller Nötigung sexuelle Übergriff eingefügt. Das ist also dann schon nicht mehr die leichteste Sexualstraftat, wenn man einmal auf ein Nein nicht hört und selbst wenn man ja eine Frau begrapscht und ihr nicht die Zeit lässt, wenn man auf sie zugeht und dass sie Nein sagt, wenn man sie überraschend betatscht, das ist schon eine Belästigung. Das ist deutlich verschärft worden, auf dem Papier zumindest. Man hat doch was getan. Nein, auf dem Papier. Wer soll das denn verstehen? Wenn, wollen Sie mir jetzt wirklich erzählen,
erzählen, dass wir haben über 1 Million Menschen aufgenommen, mehr als 1 Million, davon überwiegend Männer aus verschiedenen Ländern. Wollen Sie mir jetzt erzählen, dass die die Sprache und unsere Gesetze sofort verstehen und umsetzen können? Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob die vorgelesen kriegen, wenn die hier reinkommt. Das heißt, sie müssen viel mehr aufgeklärt werden über die Gesetze. Ich weiß nicht, ich sag jetzt mal, das sind Gesetze, die sind mit Sicherheit, ich begrüße die sehr, die sind für alle gut, die der deutschen Sprache mächtig sind. Und ansonsten finde ich, ist das ein Witz. Damit ist es nicht getan. Ich kann Ihnen dazu nur sagen, und da stehe ich auch zu, für mich sind die Deutschen, die Frauen hier, Frauen, Mädchen zum Schlachten freigegeben. Und unsere Regierung weiß das. Die wissen die Probleme. Wir haben Geheimdienste, die denen genau sagen, was in diesen Ländern vorgeht, wie der Stellenwert einer Frau da ist. Die wissen das, dass eine Frau in diesen Ländern nichts wert ist. Eine christliche Frau noch weniger wie eine europäische Frau ist gar nichts wert. Und das wissen die. Und das ist halt meine, wenn Sie so wollen, meine Videos waren ja natürlich emotional, ne? Aber da frage ich mich auch, hallo? Ne? Und wenn ich dann die Reaktion der Politiker darauf sehe, zum Beispiel hier, ich hatte mein Video am 10.01. ins Netz gestellt und ich habe ja zwei Videos gemacht, ich hatte ja ausdrücklich in meinem zweiten Video darum gebeten, dass ich der Meinung bin, das hat nur unsere Politiker lösen können, und ich sage das jetzt nicht als Bitte, ne? Verstehen Sie mich nicht falsch, sondern ich fordere das ein. Das ist unser Recht, das ist ein Grundrecht und ein Menschenrecht, das steht uns zu. Ne? Und es gab auf, ich denke mir, ich bilde mir das ein, also ich habe jetzt hier keine Nachricht bekommen oder so, aber ich bilde mir das ein, da gab es dann eine Nicole Höchst, die hat am 18.10. im Deutschen Bundestag zu diesem von mir angesprochenen Thema eine Rede gehalten, und diese Rede war gut, diese Rede war glaubhaft und diese Rede war für mich auch emotional. Sie hat also im Grunde genommen alles nochmal das aufgezählt, was hier Frauen widerfährt und was hier Frauen widerfährt. Und die Reaktionen im Hintergrund, die haben mich fertig gemacht. Die haben mich noch wütender gemacht, die haben mich noch mehr bestärkt, das jetzt durchzuziehen, diesen Wunsch von mir, möglichst viele Frauen zu bekommen. Und der große Wunsch ist ja natürlich dann, dass sich da mal eine große Frauenbewegung durchentwickelt, bis wir besser geschützt sind. Und um nochmal auf diese Rede zurückzukommen, diese Rede war von der AfD, ja, aber ich habe das für mich völlig ausgeblendet. Ich habe mir die Rede angehört und habe dann halt die Reaktion im Hintergrund. Also, und ich weiß jetzt nicht, ob alle, wenn die Interessenten, die das Interview hören, ob denen die Rede bekannt ist, aber dann sollen sie sich mal anhören. Und dann wissen sie, wovon ich rede. Und dann wissen sie auch, was mich so belastet und beschäftigt, wenn ich hingehe und sage, ich weiß, dass wir einen Geheimdienst haben und ich weiß, dass da Leute gucken, wie leben diese Menschen in den muslimischen Ländern. Da wird erzählt, dass da Frauen gesteinigt werden. Da wird erzählt, dass zum Beispiel, wenn man der Meinung ist, die Frau muss jetzt getötet werden oder gesteinigt werden, die ist aber in dem Moment noch Jungfrau. Dann wird die Frau vorher vergewaltigt, damit sie nicht als Jungfrau ins Paradies eingehen kann. Und so eine komischen Sachen laufen da. Ich kann halt in meinem Gehirn so gar nicht alles begreifen. Und wenn ich dann diese Reaktion höre von unseren gebildeten akademischen Politikern auf die Rede von der Frau Nicole Höchst, dann weiß ich, dass ich recht habe. Und dann weiß ich, wenn wir jetzt nicht was machen, dann sind wir hier verloren. Ne? Ich möchte noch was sagen zu den Grundrechten und Menschenrechten. Wir haben ja, klar, Menschenrecht, Grundrecht auf Menschenwürde, das ist im Grundgesetz und so gut wie allen Menschenrechtsverträgen drin, oder zumindest erwähnt. Da haben wir vor allem Recht auf körperliche Unversehrtheit in Artikel 2 Grundgesetz. Ich weiß das. Und
demnach vorgelagert haben wir in der EU-Grundrechtecharta Artikel 6 und im UNO-Zivilpakt der Artikel 9 ein Recht auf Sicherheit. Und das ist schon verletzt, wenn nicht genug getan wird, um absehbare Bedrohung der körperlichen Unversehrtheit zu verhindern. Also nicht erst, wenn jemand verletzt wird, ist das Recht, ist da eine Menschenrechtsverletzung, sondern weil es dieses Recht auf Sicherheit gibt, dem vorgelagert, schon wenn nicht genug getan wird, um es zu verhindern. Also ich bin mir jetzt sicher, ich sage Ihnen jetzt mal, das ist ja allgemein bekannt, ich bin eine einfache Hausfrau aus Nordrhein-Westfalen, normaler Mensch, meine beiden Kinder sind erwachsen, ich habe Enkelkinder, ne? Ich bin eine ganz normale Frau, keine Akademikerin, eine Ausbildung gemacht, alles läuft, ganz stinknormales Leben. Und ich bin mir jetzt sicher, wenn ich jetzt aufgrund dieses Themas in irgendeinem Studio sitzen würde und da würde mir jemand gegenüber sitzen, dann nehmen wir mal einfach, jetzt verfällt mir spontan, also Herr Altmaier, der würde mir jetzt, was Sie jetzt auch gerade erwähnt haben, diese Grundrechte, was uns alles zusteht, der würde mir jetzt oder wahrscheinlich der Moderatorin und der Bevölkerung, die ich sag jetzt mal am Fernsehen, würde der jetzt aufzählen, was die an Silvester schon alles getan haben. Der würde von den Käfigen erzählen oder Sicherheitszonen, der würde von den Armbändchen erzählen, der würde erzählen, dass da 1500 Polizisten waren. Jetzt stellen Sie sich mal vor, was wir uns eingesetzt haben für ihre Sicherheit. Wir tun doch schon alles. So wie würde der mir kommen. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Es ist aber vorbei. Es ist aber vorbei. Ich bin felsenfest in der Überzeugung. Selbst wenn er jetzt hier in Bottrop ganz klein anfängt. Es ist vorbei. Die Bürger lassen sich nicht mehr für blöd verkaufen. Wir können nicht überall Käfige und Schutzzonen machen. Das ist auch nicht das, was wir wollen. Wir wollen nicht Silvester, sag ich mal, 2019 wieder eine Schutzzone haben. Armbändchen oder Armlänge Abstand. Das ist ja die Krönung überhaupt, der Satz. Ne? Das wollen wir deutschen Frauen nicht. Das wirkt ziemlich hilflos. Um die Zahlen mal einen genaueren Einblick zu zeigen. Es ist mir egal, ob die alle hilflos sind. Und das muss mir auch egal sein. Und den Menschen ist das auch egal. Die versuchen uns zu verkaufen, als wenn diese Flüchtlinge, ich sag mal, die Rettung der Nation wären, die Rettung des deutschen Volkes, weil wir ja alle hier so alt werden und wir haben nicht genug Nachwuchs. Die versuchen uns doch meiner Meinung nach ein bisschen für blöd zu verkaufen und verdecken damit, dass durch diese, sag ich mal, durch diesen Gesetzesbruch von Frau Merkel Grenzen auf und unkontrolliert bleibt, versuchen die zu verdecken, was für Probleme damit auch entstanden sind oder welche Probleme hier mit reingekommen sind. Um mal Zahlen zu verdeutlichen. Ich denke, relativ neutral sind Statistiken vom Bundeskriminalamt. Da gibt es ein BKA-Lagebild Kriminalität im Kontext von Zuwanderung. Und da haben die verglichen bei Gewaltdelikten Einheimische und Zuwanderer. Und Zuwanderer haben die eben nicht gemeint Ausländer insgesamt, sondern die eben jetzt mit dem Flüchtlingsstrom in dem zeitlichen Zusammenhang gekommen sind. Also da kann man sagen, Sie meinen jetzt Zuwanderer ab 2015. Ja, so in etwa. Ja, okay. Und da haben Sie erwähnt, bei Straftaten, bei Körperverletzung und Straftaten gegen persönliche Freiheit, also gegen persönliche Freiheit, sowas wie Drohung oder Nötigung, da haben Sie 639.647 gezählt, ausschließlich mit einheimischen Verdächtigen und 69.035 mit Zuwanderern als Verdächtigen. Und davon wiederum, von diesen 69.035 waren da 54.052 Körperverletzungen unterschiedlicher Schwere. Und jetzt im Vergleich dazu, was in der Statistik bei Sexualdelikten unterschiedlicher Schwere erscheint, insgesamt in Deutschland 34.038, wo ausschließlich Einheimische verdächtigt wurden, und 3.404 auch mit Zuwanderern als Tatverdächtigen. Bei Straftaten gegen das Leben 2.584 ausschließlich mit einheimischen Verdächtigen und 385 mit Zuwanderern ausschließlich als Tatverdächtigen. Also wenn ich mir das anschaue, die Gefahr, Opfer einer Körperverletzung zu werden, wenn ich diese hohen Zahlen sehe, scheint mir noch viel größer als die Gefahr von noch
schwereren Taten, lebensbedrohlichen Taten oder ja, von schwereren Sexualstraftaten. Und da scheint mir hoher Handlungsbedarf beim Schutz vor Körperverletzung zu bestehen. Ja, und die Körperverletzung, ich denke mal, da ist ja auch die Körperverletzung untereinander. Und wenn Sie jetzt sagen, dass die Delikte der Einheimischen deutlich höher ist als wie die der Zuwanderer, dann sage ich Ihnen dazu nur, es leben ja auch mehr Einheimische hier. Dass da die Statistik in dem Bereich dann dementsprechend höher ausfällt, muss doch eigentlich jedem klar sein. Ne? Also das sehe ich so. Fakt ist ja auch für mich, ich sage jetzt mal so, es werden ja auch viele Straftaten, also ich habe heute noch einen Bericht gelesen über einen Polizisten, der sagt für sich selber, für ihn ist eine Straftat ausgeführt mit einem Messer gegen den Oberkörper ein versuchter Mord. So sieht er das als Polizist. Und es erscheint aber in der Statistik nur als schwere Körperverletzung. Da kann man sich jetzt Gedanken drüber machen, welche Statistik da jetzt höher ist. Ich kann Ihnen nur sagen, ich bin jetzt hier keine Statistikleserin und das werde ich auch wahrscheinlich nicht werden. Ich kann Ihnen einfach nur sagen, dass die Gewaltdelikte gegenüber Frauen und auch gegenüber unseren Männern gewaltig gestiegen sind seit 2015. Und wir wissen, von wem das ausgeführt wird. Und das muss besprochen werden. Da muss man drüber reden. Das kann man nicht wegschweigen. Und da hilft auch eine Statistik nicht, meiner Meinung nach. Weil, wie gesagt, mein Argument, es leben hier ja mehr Einheimische. Klar, im Verhältnis ist es ein deutlich höherer Prozentsatz von Zuwanderern. Das muss man einfach so sagen. Ne? Und die meisten Körperverletzungen, schweren Körperverletzungen, machen ja diese Ethnien untereinander, ne? Die sind sich ja auch nicht grün, also auch in den Flüchtlingsheimen selber, ne? Also da steht in der gleichen Statistik 2016 bei den Opfern, soweit da tatverdächtige Zuwanderer gewesen sind, 30.772 als Opfer selbst Zuwanderer und 24.350 deutsche Opfer. Was würden Sie denn tun, um den Opfern und den Zuwanderern zu helfen oder das da, um die besser zu schützen vor Körperverletzung? Ja, ich finde ganz einfach, ich kann mich nur darauf berufen, wir können ja jetzt nicht hingehen und, sage ich mal, für Seiden, Aleviten, Kurden und sonstige Ethnien dafür alle getrennte Heime aufzubauen. Also ich glaube, das wäre der falsche Weg. Für mich ist einfach ganz klar, wir müssen anfangen, unsere Gesetze, die vorhanden sind, rigoros umzusetzen. Wenn ein Fehlvergehen keine Konsequenzen hat, wird sich das nicht ändern. Das fängt bei unseren kleinen Kindern schon an. Wenn mir mein Enkelsohn zum fünften Mal mit seinem Dreirädchen gegen mein Auto fährt, nachdem ich den schon dreimal ermahnt habe, lass das bitte, das ist immer ein Auto, du machst das kaputt. Und wenn der dann nicht hört, dann hole ich den aus dem Spiel raus und dann hat das Konsequenzen. Dann sitzt er da 5 Minuten auf dem Stuhl und muss überlegen, was er falsch gemacht hat. Und wenn er das nicht, wenn ich ihn dann aus diesen 5 Minuten wieder entlasse und ich sehe, er macht es nicht mehr, dann habe ich Erfolg gehabt mit meiner Konsequenz. Er hat es verstanden. Und das ist einfach, unsere Gesetze werden hier viel zu lasch umgesetzt. Und man darf dagegen nichts sagen, weil man muss es ja aussprechen, sobald Sie doch heute hier sagen, Flüchtling oder Migrant. Und wenn Sie dann nicht gleichzeitig die Herzchen in den Augen haben, dann sind Sie doch sofort ein Nazi. Und damit versucht man dann, die Wahrheit, ja, wie soll ich sagen, zu vertuschen, nicht zu benennen, die Wahrheit zu verschweigen oder erstmal in eine Schublade zu packen, weil ich einfach denke, dass unsere Politiker entweder die Lösung nicht umsetzen wollen, nicht in der Lage dazu sind oder, was halt mein Eindruck ist, wir werden hier freigegeben. Wir werden hier freigegeben, diese Opfer sind eingeplant. Man weiß, dass es Opfer geben wird und
man hat auch damit gerechnet. Und das ist, glaube ich, für die Politiker an sich der einfachste Weg. Nehmen wir erstmal die Opfer im Kauf und hoffen wir darauf, dass nicht allzu viel passiert. Und damit ist jetzt Feierabend, damit ist Schluss. Was halten Sie denn davon, die Migranten, die hier hinkommen und auch die deutsche Bevölkerung, auch die deutschen Männer, über bestimmte Dinge aufzuklären, dass sie verboten sind, dass der Staat mal etwas mit Porto in die Hand nimmt und die Bevölkerung aufklärt? Ja. Zum Beispiel diese Straße. Das Mittelrecht, um diese unsinnigen Gewalttaten dagegen Frauen, die sexuellen Übergriffe, die Gruppenvergewaltigung, um das zu verhindern. Mir ist im Grunde genommen egal. Nur die sollen irgendwas machen. Die sollen irgendwas machen. Wissen Sie, wenn ich hier E-Mails kriege von einer Frau, die beschreibt mir ihre Vergewaltigung von 4 Männern mit Migrationshintergrund, beschreibt mir das detailliert und ausführlich, weil sie einfach sagt, ich habe jetzt endlich jemanden gefunden, wo ich offen sprechen kann, wo ich mal das sprechen kann, was mir passiert ist. Und wenn sie dann zum Schluss schreibt, mein Körper lebt, aber meine Seele ist tot, dann weiß ich nicht, worauf unsere Politiker noch warten. Auf mehr solche Opfer? Auf mehr solche toten Seelen hier? Jedes Opfer ist ein Opfer zu viel. Natürlich. Das ist auch meine Meinung, aber diese Opfer gibt es. Und es wird immer noch die Hand schützend über diese Klientel gehalten. Und das wird immer gemacht, noch gemacht, indem man sagt, wenn man was sagt, und ich sage, ich beziehe mich jetzt nochmal hier auf diese Rede von der Frau Höchst, die Bemerkungen da im Hintergrund, das ist eine, wissen Sie, das war so eine Ohrfeige ins Gesicht von dieser Frau, die mir hier geschrieben hat, mein Körper lebt, aber meine Seele ist tot, ich weiß nicht, ich kann nur hoffen, dass sie diese Rede nicht gesehen hat. Und für alle anderen, die nicht geschrieben haben, das ist eine Frechheit sondergleichen. Und wenn sie, ich werde da nicht ruhen, ich lasse da nicht locker, ich lasse mich nicht einschüchtern. Einmal angenommen, zu Ihrer Demonstration unter dem Titel Mütter gegen Gewalt wollen ja Zuwandererinnen kommen, oder wollen muslimische Frauen kommen. Ich kann ganz klar sagen, auf meiner Demonstration ist jeder Mensch, egal welche Hautfarbe er hat, egal welcher Ethnie er angehört, egal, jeder Mensch, egal wie lange der hier lebt, wenn er gegen Gewalt ist, gegen Frauen und gegen Allgemeingewalt, aber wenn er dahin kommt, steht er ja für unsere Grundgesetze und für unsere Grundrechte und hat auch den Eindruck, dass da was nicht stimmt, dann sind die herzlich willkommen. Ich kann die eigentlich nur bitten, weil ich glaube, dann würde wirklich der Knoten platzen, wenn man sich gemeinsam, alle, die hier gemeinsam in Frieden leben wollen, wenn die sich zusammentun wollen, und dazu gehören auch Zuwanderer, die schon, in dritter Generation hier leben, die fleißig sind, die ganz wichtig sind für unser Sozialsystem, für unsere Wirtschaft. Ne? Also ich habe selber gute Kontakte. Ich habe eine Nachbarin gehabt, leider ist sie dann verzogen, mit 2 kleinen Töchtern. Also wir haben gegenseitig uns im Wohnzimmer besucht, wir haben zusammen gekocht. Ich habe deren Kinder mit in Urlaub genommen. Also ich glaube, wenn mir jemand unterstellt, ich wäre Nazi, da hat er dann aber ganz schlechte Karten, ne? Also das kann ich nur so sagen, weil ich es in meinem Herzen weiß, dass es nicht so ist. Sie haben ja, ich will halt ein friedliches Miteinander. Sie haben ja. Und ich sag mal, meine Freundin, die war Muslimin und die hat auch ihren Ramadan gefeiert. Aber das war nie, diese Familie hat ihren Ramadan gefeiert. Das war nie ein Problem. Und als ich die Kinder mit in Urlaub genommen habe, war natürlich, wie gehe ich mit dem Essen um? Da ist mir das gesagt worden. Mir sind Sachen eingepackt worden, war nur eine Woche, deswegen war das gut. Ne? Mir sind halt Sachen eingepackt worden, wenn wir halt nicht auswärts essen gehen, was sie dann halt in der Ferienwohnung bekommen. Und wenn wir halt auswärts essen gehen, das und das eben nicht. Und daran habe ich mich gehalten.
Und ich denke mal, wenn ein muslimisches Ehepaar mir ihre Kinder anvertraut und jetzt 20 Jahre später sehe, wofür ich auf die Straße gehe, dann weiß ich, dass die hinter mir stehen. Das weiß ich. Die würden sofort sagen. Aber die trauen sich auch nicht, ne? Ich hoffe, dass ich vielleicht noch bis zum Demo-Termin vielleicht noch mal irgendwie ein kleines Video mache und da noch mal explizit auffordere, ne? Und dann noch mal hier, um das noch mal zu... Also wir haben jetzt hier viel über die Gewalt gesprochen. Für mich ist natürlich genauso wichtig, dass endlich mal dieses Wort Nazi durchbrochen wird, ne? Und dazu kann ich dann nur sagen, es gibt, glaube ich, ein größeres Leid, als sie die Nationalsozialisten über Frauen gebracht haben, findet man, glaube ich, in der Geschichte wenig. Also erstmal der Nationalsozialismus hat den meisten Frauen oder sehr vielen Frauen ihre Ehemänner genommen und ganz, ganz viel, häufig auch alle Söhne. Dazu das erstmal so. Wir haben in Deutschland einen Trümmerhaufen gehabt und ich erwähne das absichtlich und die Frauen, deswegen gibt es diese Trümmerfrauen, die Frauen haben geackert, die haben geschuftet, die hatten die Kinder, die mussten gucken, wie die klarkommen. Die haben ganz minimale Beträge gehabt, um quasi ihre sich und ihre Kinder, ihre Familie durchzubringen. Und also da war so unendlich viel Armut, so unendlich viel Leid. Und auch für diese Frauen noch, in Respekt vor diesen Frauen, deswegen mache ich das, weil die so unglaublich stark waren, unglaublich viel Kraft haben und an sich selber und an ihre Kinder, die hatten ja auch Kinder, an diese Kinder geglaubt haben, für diese Kinder das geschafft haben, aus Respekt vor diesen Frauen, weil ich da so großen Respekt vor habe, mache ich das. Und deswegen trage ich auch in meinen Videos dieses Kopftuch als Kraft, als Zeichen von Stärke, von Arbeiten, nicht aufgeben, macht mit, ne? Und deswegen mache ich das auch. Und also wenn da einer mir kommt, ich habe so einen tiefen Respekt vor diesen Frauen und so einen Abscheu vor diesen wahnsinnigen Nationalsozialisten, die diesen Menschen das angetan haben, also können Sie sich überhaupt nicht vorstellen. Ne, und gibt auch Studien darüber, was noch alles mit Frauen passiert ist in den KZs, ne? Dass sie da länger leben durften, wenn sie zwangsprostituiert sich haben, ne? Konnte dann der KZ-Mitarbeiter für 2 Mark, konnte der dann 15 Minuten eine Frau benutzen, ne? Und den Frauen ist versprochen worden, wenn ihr das macht, wenn ihr das mitmacht, hier einen schönen Lieb macht, dann dürft ihr länger leben, ne? Und von diesen, ich glaube 220 Frauen war das, hat niemals eine einzige auch nur eine Entschädigung bekommen. Keine einzige Frau ist nach dem Dritten Reich dafür, für dieses unsägliche Gebrauchen, Benutzen, Missbrauchen jemals dafür entschädigt worden. Eine einzige Frau hat dafür geklagt und die Klage ist wegen Verjährung abgewiesen worden. Also wenn das für diese Geschichten dieser Frauen, dafür gehe ich auf die Straße, damit wir nicht ja wieder in einigen Jahren irgendwie wieder so enden und hier in Trümmern rumwühlen müssen. Dafür gehe ich jetzt auf die Straße, weil ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, wir müssen einfach was tun, ne? Die Nazis haben ja auch damals über ihren Propagandasender Radio Zesen, haben sie ja erheblich dazu beigetragen, Antisemitismus, den Hass auf Juden überhaupt erst bei Moslems in größerem Stil, in größerem Umfang zu verbreiten. Ich weiß nicht, ob sie auch mit Schuld haben am Verbreiten von Frauenverachtung im Islam, das weiß ich nicht, aber zumindest beim Judenhass unter Moslems, da haben die Nazis einen erheblichen Anteil dran. Ja, das weiß ich. Ich weiß, dass die Nationalsozialisten also mit den Moslems sehr stark sympathisiert haben, ne? Und gemeinsam gegen die Juden gehetzt haben, ne? Nun, dann frage ich mich wirklich, wie das hier sein kann, dass in Deutschland vor ein paar Monaten noch hier in großen Städten Judenfahnen verbrannt werden dürfen, ohne dass unsere Regierung was dazu sagt, bei der Geschichte, die wir haben. Also ich kann einfach nur sagen, ich weiß nicht, was da los ist. Ich weiß nicht, kann Ihnen da nicht sagen, aber ich finde einfach, unsere Regierung ist unfähig. Die ist nicht mehr am Bürger, nicht, weil sie nicht wissen wie, sondern weil die das einfach nicht mehr interessiert. Für mich sind die so abgehoben. Ich habe gestern noch aufgrund der Wahlen
Anne-Will geschaut, aber ich habe nicht lange geguckt, weil ich konnte das einfach nicht mehr ertragen. Da hat der Herr Altmaier doch tatsächlich da gesessen und hat gesagt, wir waren jetzt so fleißig, wir haben teilweise 36 Stunden nicht geschlafen. Ich habe so gedacht, mein Gott, Mann, weißt du gerade, wie du dich blamierst? Wir haben Ärzte, wir haben Rettungsdienste, wir haben Krankenschwestern. Für die ist das eine Selbstverständlichkeit, in solchen Diensten zu arbeiten, Bereitschaftsdiensten. Und der tut sich da so leid. Dieser Mann hat versucht, dem Volke zu vermitteln, ich habe alles für euch gegeben, wir strengen uns so an. Der hat sich sowas von lächerlich gemacht, dieser Mann. Also in meinen Augen, ich kann nur von mir sagen. Ja. Aber das war so mein Eindruck. Und da war Bedarf, wissen wir, dann habe ich auch umgeschaltet, da habe ich gesagt, ich kann ja nicht mehr ertragen. Reden und 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 reden. Ohne wirklich welche guten Ergebnisse, die noch am Bürger sind, die der Bürger überhaupt noch versteht. Diesen Wahnsinn, das versteht kein Bürger mehr. Glaube ich. Na, aber auch schon alleine nur auf die Gewalt bezogen. Wie gesagt, ich bin keine Politikerin und kann mich jetzt hier auch nicht um alle Themen kümmern, aber gerade was das betrifft, denke ich einfach, die machen sich einfach nur noch lächerlich. Ne? Ja. Und ja, dafür werde ich auf die Straße gehen mit meinen Mitstreitern. Und ich denke, so wie es jetzt aussieht, dass ich da auch durchaus viele Fans habe, ne? Weil eben immer mehr Menschen sich damit beschäftigen. Ne? Ich kriege ja auch hier E-Mails geschrieben von Frauen, die mir dann schreiben, ne? Meine Tochter 12 Jahre, letztes Jahr erste Mal alleine im Schwimmbad, zwischen den Beinen gepackt worden, angespackt worden. Ne? Jetzt muss man erstmal mal sehen, das Mädchen ist in der sexuellen Entwicklungsphase 12 Jahre. Und ja, die hat für meiner Meinung nach, ich hoffe, dass sie gut therapiert wird, hat die aber eine ganz schlechte Erfahrung gemacht, eine Erfahrung, die vermeidbar gewesen wäre, darauf ist das ganz wichtig. Und die Mutter schreibt hat, ich konnte mein Kind nicht beschützen. Und dann unten drunter PS, ich habe mein Kind nicht beschützt. Und dann hat sie mir per E-Mail geschrieben, dann habe ich sie angeschrieben, gesagt, wie meinst du das? Ich habe mein Kind nicht geschützt. Und dann hat sie mir geschrieben, ja ganz ehrlich, ich hatte einen Moment lang darüber nachgedacht, ob ich mitgehen soll, dass die da nicht alleine sind, ne? Also das waren mehrere Mädchen. Und dann hat sie sich aber entschieden, weil sie gesagt hat, nein, irgendwann muss ich die mal loslassen und irgendwann muss sie ihre Wege alleine gehen und ich kann die nicht immer beschützen. Ja, ich weiß nicht, diese Frau wird sich das ihr Leben lang nicht verzeihen. Ihr Leben lang wird sie sich das nicht verzeihen. Und das sind natürlich, ja, dann Mütter, ne? Und deswegen auch mein Motto, Mütter gegen Gewalt, ne? Und ja, das ist ein hochbrisantes Thema, ne? Weil da eben also ganz, ganz viele Einzelschicksale sind, ne? Mir hat heute noch ein junger Mann geschrieben aus Hamburg und ich sag jetzt erstmal keinen Namen, der ist schwul, ein ganz normaler Mann, 47 Jahre alt und sagt, der hat seine Homosexualität mit seinem Lebenspartner Nina so, wie heißt er jetzt, Drag Queens oder so, nach außen getragen, also eher so normal, nicht geschminkt und auch nicht besonders tuntenhaft, also eben zwei Männer, die zusammenleben. Ne? Und hat nie Schwierigkeiten gehabt, nie. Das hat mir ganz klar geschrieben, seit 2015 werden wir verfolgt. Wir können nicht mehr überall hingehen, wir können nicht mehr Hand in Hand gehen. Es ist ja nicht jetzt so, als wenn wir uns auf der Straße knutschen, so was lehnen wir ab, aber wir sind auch nicht mehr sicher. Und der hat mir halt angeboten, der würde gerne auf meiner Demo reden. Und ich denke, dass ich den auch einladen werde. Ne? Also, ja. Es ist einfach nur traurig und es macht unheimlich, unheimlich wütend, dass unsere Politiker, weiß ich nicht, aus. Also ich sag jetzt mal, bis zu der Rede von dieser Frau Höchst war ich ja immer so der Meinung, vielleicht haben die Politiker auch jetzt nicht sofort Lösungen parat und basteln an irgendeinem Programm. Also als ich ja die Reaktion im Hintergrund gehört habe, ich gesagt, weißt du was, durch dieses Gelächter, Verhöhnen, Vergrölen, wird mir eigentlich klar, es interessiert keinen. Opfer sind eingeplant und die Verantwortung dafür wird niemand übernehmen.
und damit es keine zukünftigen Opfer gibt, werde ich meine Mission weitertragen, so gut ich das halt kann. Mein persönlicher Eindruck von der Rede von Frau Höchst ist, ich fand eigentlich alles gut, bis auf den Schlusssatz, wo sie sagt, der Islam gehört nicht zu Deutschland, weil wir haben eine siebenstellige Zahl, aber die meisten sind friedlich. Ich fand den Schlusssatz übertrieben. Das haben Sie falsch verstanden. Also ich habe das anders interpretiert. Der Islam in der Form, dass Frauen hier freiwillig sind, der gehört nicht hierhin. So ist das bei mir angekommen. Ich habe mir die Rede auch mehrfach angehört. Aber es ist natürlich ein Kritikpunkt, kann man ihr mal schreiben, oder sollten Sie vielleicht als Politblog machen, Sie sollten auch mal so sagen, ich habe mir die Rede angeguckt, das steht Ihnen zu, und ich kann mir nur wünschen, dass man was darauf lernt, denn so wie Sie es sagen, ja, also ich habe das natürlich aufgrund meiner Mission dann so für mich verstanden, dass dieser Islam, dieser gewalttätige, brutale Islam gegen Frauen nicht nach Deutschland gehört. So habe ich das verstanden. Wenn Sie da eine andere Wahrnehmung haben, finde ich das ganz klasse, weil nur so kann man dann Lösungen finden, ne? Vielleicht habe ich es zu wörtlich verstanden. Ich weiß es nicht. Ich sage, nur so kann man dann Lösungen finden. Ja. Wenn man halt drüber redet, ne? Weil Sie sehen ja, das ist ja dann eine Rede, ist ja auch eine Interpretationssache, ne? Ich wollte noch ein paar Zahlen bringen aus diesem BKA-Lagebild. Ja. Die zur Gesamtzahl der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Das ist von leichteren Dingen wie Belästigung, wie ganz schweren Dingen wie Vergewaltigung praktisch alles mitgezählt. Wenn man sich einmal anschaut, die Gesamtzahl hat eine Zahl von 37.193, hatten wir da schon in 2013. Dann ist es Gott sei Dank runtergegangen. 2015 hatten wir zum Beispiel 36.532. 36.532, 2016 waren es 37.442, nur ein paar hundert mehr als 2013, wo wir nicht so viel Zuwanderer hatten. Aber die prozentuale Zunahme des Anteils von Zuwanderern fällt auf. 2013 waren bei einer ähnlich hohen Zahl 1,6% Zuwanderer unter den Verdächtigen und 2016 9,1%. Das wirkt ja so, wie dass die Zahl der Personen, der Anteil der Personen, die schon länger hier sind, auch nur einheimische oder länger lebende Ausländer, da es zurückgegangen ist, aber bei den Neuankömmlingen der Anteil deutlich gestiegen ist. Moment, ich trinke gerade was. Ja, und das ist ja das, was ich Ihnen sage. Das ist das, dieser Wahnsinn, der da betrieben worden ist, hier unkontrolliert Menschen reinzulassen. Und nicht zu gucken, wer kommt hier rein, ist der schon mal straffällig gewesen? Ich meine, machen wir uns mal gar nicht vor, Tunesien sagt ganz klar eben, wir sind froh, wenn wir einige loswerden, die geben denen sogar noch Geld, damit die hier rüberkommen, damit die in ihrem Land loswerden, ne? Nehmen die ja auch deswegen nicht gerne zurück. Und unsere Politiker wissen das. Die wussten, dass sich damit was ein. Und ich will jetzt gar nicht anfangen hier, Anis Amri und das, alles, was versagt worden ist und die anderen Fälle. Ich kann Ihnen dazu nur sagen, es gibt mindestens zwei Menschen, die noch leben würden, wenn man rigoroser geguckt hätte und rigoroser abgeschoben hätte. Ne? Und ich kann da, was soll ich Ihnen jetzt dazu sagen? Das ist ja eben auch dieses, was Sie jetzt beschreiben, dass es so sprunghaft geschwommen, das ist ja auch das, was spürbar ist. In einigen Städten mehr, in anderen Städten weniger. Je ländlicher das ist, umso weniger. Je mehr Sie halt gucken, großstadtmäßig, und gerade hier im Ruhrgebiet, das ist, wenn Sie mal Lust haben, gucken Sie mal einfach nur, was in Essen los ist. Und der Oberbürgermeister von Essen, der steht immer noch da und sagt, Essen ist sicher. Also da, so kann man erstmal, finde ich, so kann man keine Politik betreiben, ist meine Meinung. Ich meine, Herr Bürgermeister, das ist einfach meine Wahrnehmung, wenn ich Interviews von dem lese zu einem bestimmten Problem. Wenn der dann sagt, Essen ist sicher. Die Essener, die gehen auf die Barrikaden und er lügt da rum. Was ist denn das für eine Politik?
meine, es würde sich ja nichts dran ändern, wenn der Oberbürgermeister jetzt sagt, ja, Essen ist ein gefährliches Pflaster geworden. Wir haben hier ein Problem und das müssen wir lösen. Dafür brauche ich Hilfe vom Bund. Das schaffe ich hier in meiner kleinen Kommune nicht alleine. Zack. Hat er recht? Wird jeder Essener sagen, ja, der Mann ist ehrlich. Der redet die Tatsachen an, der sagt, wie es Sache ist. Und wenn da teilweise ansatzweise nur kommt, dass mal, manchmal geht es ja auch mit den Politikern mal durch und da denke ich ja jedes Mal immer, die wissen es, die wissen was. Nehmen wir mal den Herrn Bosbach, der ist ja nicht mehr aktiv, der hat ja schon mal öfter dann die Wahrheit gesagt. Ja, sofort Nazi-Keule. Ne? Und das kann jetzt ja nicht sein. Das kann ja nicht der Weg sein, hier weiterhin ein zufriedenes, fleißiges, fröhliches Land zu haben, ne? Das kann einfach so, ist der Weg nicht. Und ich bin ja jetzt hier nur normaler Mensch, ich habe auch keine Lösung, aber für mich wäre schon mal so einfach von meinem ganz einfachen Mutterdenken, ich habe Kinder großgezogen, ich erziehe aktiv Enkelkinder mit und denke halt ganz einfach, dass der Weg richtig ist, bei Fehlverhalten Konsequenzen spüren lassen und das sofort. Und rigoros und das auch durchsetzen. Da wäre uns schon mal sehr, sehr mitgeholfen. Ehrlich. Das ist meine Meinung. Gerade und nicht von den Menschen zu verlangen, wenn er sie jeden Tag neu vorgibt. Ne? Also ich habe gestern auch eine Nachricht bekommen von jemandem, der ist dann auch hier in meiner Müttergruppe. Ich bin auf FB eine Müttergruppe gegründet, Mütter gegen Gewalt. Und da findet man auch alle Informationen zu meiner Demo. Und der hat dann halt geschrieben, in 23 Tagen 21 Fälle von schwerer Körperverletzung in Gelsenkirchen. Also jeden Tag ein Mensch, ein Opfer. Und dabei ist das jetzt, sage ich jetzt mal, ich habe dann gar nicht mehr zurückgeschrieben, was genau war jetzt Vergewaltigung, Messerstecherei. Mir hat es einfach gereicht. Das wird ist einfach im Moment auch zu viel zum Abspeichern, ne? Wo ich halt einfach sage, in 23 Tagen 21 Fälle. Also ich verstehe das so, schwere Körperverletzung ist eben etwas, wo nicht erkennbar in Tötungsabsicht was etwas getan worden ist und auch nicht erkennbar in einem sexuellen Zusammenhang, aber eben schwer, so verstehe ich das, dass man eben eine schwerere Verletzung verursacht hat oder versucht hat zu verursachen. Ja, und das ist auch ein Opfer, je nachdem wie der Mensch gerade psychisch veranlagt ist, ist auch ein für sein Leben lang traumatisiertes Opfer. Für sein Leben lang, so wie die Frau geschrieben hat, mein Körper lebt, meine Seele ist tot. Und ich möchte halt einfach irgendwann mal einen Politiker erleben oder eine Politikerin, die da oben steht oder vor uns, vor den Menschen steht und sagt, dafür übernehmen wir die volle Verantwortung. Das erwarte ich einfach und die Menschen erwarten das auch. Also von wegen, wie viele Leute unregistriert hier reingekommen sind, das war mehrere Medien, ich weiß es jetzt im Moment nicht auswendig, welche. Das war Ende September 2015, da waren mehrere Medien von der Zahl 290.000 zu lesen. Ich meine, irgendwann wollen die Leute Sozialhilfe haben, wollen etwas zu essen haben. Irgendwann lassen die sich registrieren, aber zumindest auf Zeit war da eine Riesenlücke, dass man gar nicht wusste, wer da war. Und das war natürlich, zumindest solange die Lücke so groß war, natürlich ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Man kann ja dann gar nicht abgleichen mit Leuten, von denen man vielleicht aus anderen Ländern weiß, dass sie Straftäter sind. Ja, ich bin da voll mit Ihnen einer Meinung. Sie zeigen das Problem ja gerade auf. Inzwischen hat man viele nachregistriert. Ich weiß nicht, wie groß die Lücke noch ist, wie viel Leute schätzungsweise noch da sind, von denen man es nicht weiß. Ich weiß nur, dass wir zum Beispiel in meiner kleinen Stadt in Bottrop haben wir 550 nicht bleibeberechtigte Menschen, die abgeschoben werden müssen. Die dürfen hier nicht bleiben. Das weiß ich, das stand so in den Medien. 550. Warum die nicht abgeschoben werden, kann ich Ihnen nicht sagen. Vielleicht
weil dann eine bestimmte Dame, die vor Jahren mal mit einer Fahne durch Deutschland gelaufen ist, Deutschland verrecke, dann mit dem Argument kommt, also wenn wir die jetzt zurück in ihre Länder schicken, wo die hergekommen sind, da gelten ja gar nicht unsere Menschenrechte. Denen geschieht ja da ein Leid. Weiß ich nicht, vielleicht deswegen, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß das nicht, kann Ihnen das nicht beantworten. Also hat ja was mit persönlicher Verfolgung zu tun. Man ja, aber ich sag jetzt mal, wenn ich nicht weiß, wer hier, wer oder wenn ich doch weiß, dass die hier nicht bleiben können, dann wofür habe ich denn die Gesetze? Wofür habe ich dann die Gesetze, die ganz klar eben besagen, du darfst hier bleiben und du darfst aber nicht hier bleiben? Wofür gibt's die denn dann, wenn die nicht umgesetzt werden? Ja. Jetzt abgesehen mal von diesen 550 Menschen. Ja? Also ich will auch nicht, dass die hungern oder dass die frieren. Oder möchte auch nicht, dass den 550 Menschen, die alleine hier in Bottrop leben, dass denen ein Leid geschieht. Möchte ich nicht. Aber ich weiß, dass es zum Beispiel hier in Bottrop, dass hier Steuererhöhungen, gerade Grundbesitzabgaben, Grundsteuern, dass die massiv erhöht werden. Und dann kann man auch in den Medien da Kommentare zu lesen, ne? Ja, die bleiben hier und wir müssen das bezahlen. Wann ist denn mal endlich Ende? Wir geben doch schon so viel Steuern ab. Das ist dann die logische Folge. Und die logische Folge also entwickelt sich von diesen Bürgern, ne, die das jetzt lesen, die gehören hier eigentlich nicht hin und wir müssen die jetzt, sag ich jetzt mal, füttern. Bisschen böse Ausdruck. Die kriegen ja nicht Hass auf unsere Politiker, die die vorhandenen Gesetze nicht umsetzen, sondern die kriegen dummerweise dann Hass auf diese Menschen. Und das ist genauso wie hier. Das ist als andere Beispiel, ist zum Beispiel hier ein Boris Palmer, das ist in der Bürgermeister, Oberbürgermeister von Tübingen, der hat in einer Fernsehsendung gesagt, dass es bei ihm ganz, ganz schlimm ist mit Wohnraum. Und in vor 2015 hat er mehrere Male versucht, öffentliche Gelder zu bekommen, um halt Wohnraum zu bauen. Das ist immer abgelehnt worden. Dann sind ihm Flüchtlinge zugeteilt worden, viele, und er hat die Gelder bekommen, kann das jetzt auch umsetzen und kann jetzt auch bauen. Er kann jetzt, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zahl, habe ich nicht mehr im Kopf, irgendwie 1000 Wohnungen bauen. Diese 1000 Wohnungen sind aber explizit nur für Flüchtlinge und nicht zum Beispiel für eine Tübinger Familie mit 2 oder 3 Kindern, die jetzt wirklich, wo die Wohnung aus allen Nähten platzt und wo man sich auf den Keks geht, gerade im Winter, will ich gar nicht erzählen, ne? Verstehen unsere Politiker sowieso nicht von, weil die leben alle in Villen. Und er hat das ganz klar so gesagt. Und er hat ganz klar gesagt, ich muss meinen einheimischen Bürgern, wenn die fragen nach Wohnungen, muss ich sagen, nein, du bekommst keine. Die Wohnungen, die gebaut werden, sind explizit nur für die Flüchtlinge. Und damit sind wir beim Thema, wenn wir das mal ansprechen, wer schürt eigentlich den Hass? Wenn wir schon mal von Hass reden oder von Hass auf Flüchtlinge, wer schürt denn eigentlich, die Politiker oder der Bürger? Der Tübinger Bürger, der geht hin und sagt, boah, alles kriegen die in den Arsch gesteckt. Ne, die kriegen alles, die müssen sich noch nicht mal anstrengen. Die kommen hier hin und denken, das ist Schlaraffenland. Ich gehe jeden Tag arbeiten, meine Frau geht noch halbtags arbeiten, meine Kinder und wir leben auf so engem Raum. Für mich ist keine Wohnung da. Der wird am Ende wird er sagen, alles die scheiß Flüchtlinge. Aber im Grunde genommen, wenn er ein bisschen weiter denken würde, würde er sagen, du scheiß Politiker. Weil die nämlich solche Gesetze machen und dem Boris Palmer sagen, die Wohnungen, die du baust, die sind nur für die Flüchtlinge. Wenn man hingehen würde und sagen würde, 500 für Einheimische und 500 für die Flüchtlinge, ich glaube, dann wäre nicht so ein Theater. Und ich finde, das hat dieser Mann, also ich habe da echt ne, Hochachtung vorgehabt, dass er das so öffentlich im Fernsehen gesagt hat. Er hat die Wahrheit gesagt, so wie es ist. Und dass er da nichts gegen machen kann, sondern er hat immer wieder gesagt, immer wieder ist mehrfach gefragt worden, auch von den anderen Teilnehmern, die haben natürlich auch ein bisschen blöd geguckt. Der hat immer wieder gesagt, so sind die Gesetze. So sind die Gesetze. So sind die Gesetze. Ja, wer macht die Gesetze? Unsere Politiker. Da könnte man schon wirklich auf den Gedanken kommen, dass es wohl
Schieflage oder eine schlechte Meinung entsteht oder dass halt einfach in der Bevölkerung ja Unmut gestützt und geschürt wird durch unsere Politiker. Teilweise ist die Flüchtlingskrise ja auch noch von den Dschihadisten angeheizt. Die haben ja auch noch ein Geschäft daraus gemacht, dass sie zum Teil Zivilisten vertreiben und denen dann helfen, sie hier hinzuschleusen, dass sie sie mit gefälschten Pässen versorgen. Also in Syrien zum Beispiel bei einigen Standorten, wo Einwohnermeldeämter sind, stellt der Staat Pässe her und wo Dschihadisten das die Finger bekommen haben, haben die dann selber gefälschte Pässe ausgestellt für die Flüchtlinge, wo sie am Schleusergeschäft mit drin sind und auch für ihre eigenen Kämpfer, die dann nach Europa oder wo auch immer hinkommen wollen. Das also gar nicht, es müssen gar nicht unbedingt alle, die den syrischen Pass nach Deutschland kommen, echte Syrer sein. Ja. Das Kämpfer sichert syrische Flüchtlinge aus. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das kostet mich jetzt, soll ich jetzt sagen, wenn ich das jetzt beschreiben würde, würde ich sagen, das kostet mich jetzt ein müdes Lächeln, weil das zeigt einfach mir wieder auf, dass hier ein totales Stadtversagen vorliegt, ne? Die Bild-Zeitung. Wenn ich hier zum Beispiel mir vorstelle, dass IS-Kämpfer, also die für den IS gekämpft haben, dass die jetzt hier als schützenswerter Flüchtling eingeschleust werden können oder rüberkommen, weil sie halt falsche Papiere haben. Menschen, die ohne mit der Wimper zu zucken Kinder, Frauen, Männer getötet haben und nicht nur einen. Die Bomben gelegt haben, die ganze, ich würde mal sogar den Ausdruck Massenmörder verwenden und jetzt die gleichen Menschen jetzt hier rüberkommen und sagen, ich bin sturz- und hilfsbedürftig durch gefälschte Pässe. Und dann unsere Politiker sagen so, jetzt habt doch mal bitte Herzchen im Auge. Die Bild-Zeitung. Ihr seht, ihr müsst euch doch freuen. Die Bild-Zeitung hat berichtet, das war glaube ich aus 2016, haben den Präsidenten von Mazedonien interviewt und der Staat Mazedonien hat sich auf Deutschland zubewegt und hat Alarm geschlagen, weil über die Balkanroute, da kamen ja damals die meisten Flüchtlinge von dort, mehr als über die Mittelmeerroute über Italien, Libyen, Mittelmeer, Italien. Und weil die mazedonischen Behörden da rund 9000 gestohlene oder gefälschte Pässe gefunden haben und es für dringend notwendig hielten, eben zu überprüfen. Da können ja nicht nur, ich sag mal, gefälschte Pässe sein, um Flüchtlinge zu schleusen oder Leute, die vielleicht gar nicht Flüchtlinge sind, sondern die können ja auch Dschihadisten dort drüber schleusen. Und die deutschen Behörden haben sich zumindest eine Zeit lang, ich weiß nicht, wie es aktuell ist, da auf Durchzug gestellt. Er hat mit der Bild-Zeitung gesprochen. Ich habe ein Interview gesehen, allerdings weiß ich den Namen nicht mehr, das ist ja auch schon eine ganze Weile her, und zwar war das ein Übersetzer, also ein Journalist. Ich weiß aber den Namen nicht mehr, ich habe dann das Interview auf Arte gesehen und der war halt seit der Flüchtlingskrise dann als Übersetzer engagiert und der hat ja selbst öffentlich auf Arte hat er gesagt, wenn ich durch den, was der sagt oder wenn Handy auslesen, wenn ich den Eindruck hatte, das könnte ein IS-Anhänger sein oder ein radikaler Muslim, dann ist das noch in dem Raum, wo er das gesagt hat. Den würde ich mir mal genauer angucken, den würde ich jetzt nicht sofort weiterschicken in die nächste Unterkunft oder nächste Stadt, den würde ich hier festhalten. Dann ist das unter den Tisch gekehrt worden. Man wollte das nicht hören. Leider, ich habe den ganzen Tag wirklich gegrübelt. Ich weiß den Namen von diesem Mann nicht mehr, von diesem Journalist. Das hat er in Arte öffentlich gesagt. Es gibt Hinweise. Das natürlich, es gab von Anfang an Hinweise. Man hat ja den Eindruck, ja, dass es gar nicht gewollt ist, dass, dass die Menschen hier noch in Frieden leben können. Ich muss mich gerade korrigieren, was ich gesagt habe mit dem mazedonischen Präsidenten. Die deutschen Politiker haben auf Durchzug geschaltet, nicht die deutschen Behörden. Ja, die deutschen Politiker, ja, wer sonst die Behörden? Das habe ich schon richtig verstanden, aber Sie haben es ja jetzt korrigiert und ich glaube, den Zuhörern ist das schon klar, dass das die Politiker sind, ne? Und nicht die Behörden. Aber also, ich denke mal, wir könnten wahrscheinlich noch eine ganze Weile jetzt darüber sprechen. Ne? Das ist halt einem bekannt und für mich ist halt vordergründig, ich reduziere da
das für mich auf die Gewalt, diese Missstände hier, weil ich kann das so nicht lösen. Ich kann höchstens den Menschen sagen, auch jetzt nach den neuesten Verhandlungen, GroKo-Verhandlungen, was da wieder erzählt wird, man kann auch still protestieren. Ich habe meinen Weg damals gefunden, 2016, ne, als ich nach 38-jähriger Mitgliedschaft auf der SPD ausgetreten bin. Das war für mich ein stiller Protest. Ich bin nicht gefragt worden, ich bin nicht angerufen worden, warum, wieso, weswegen. Nach 38 Jahren hat man mich einfach bereitwillig so gehen lassen. Und glauben Sie mir mal, da habe ich dran geknackt. Ich war mal glühende SPD-Anhängerin, ne? Also wirklich. Die ersten Zweifel kamen mir Agenda 2010 mit Herrn Schröder. Und da stand ich dann einfach nicht mehr hinter, weil ich einfach heute nicht mehr richtig finde, dass ein Mensch, der so zum Beispiel 25 Jahre lang gearbeitet hat, nach einem Jahr auch in Hartz IV geht, wie einer, der noch nie gearbeitet hat oder nur 2 Jahre oder 1 Jahr gearbeitet hat. Also das finde ich, das stimmt auch nicht, aber wie gesagt, mein Problem, ich orientiere mich an der Gewalt gegen die Menschen hier, gegen Frauen, überwiegend Frauen, an die Gewalt gegen unsere Jugendlichen, männliche Jugendlichen, wo die Köpfe halt zu Brei getreten werden, ne? Und sämtliche Formen Gewalt gegen der hier lebenden Mitbürger und auch der schon hier länger lebenden friedlichen Muslime, wo wir vorher keine Probleme mit hätten, weil die sind auch Opfer. Die sind Opfer zum Beispiel von inzwischen Misstrauen, weil man erkennt ja nun mal einfach nicht, wie lange die schon hier leben, ne? Die werden mit über einen Kamm geschert, haben damit überhaupt nichts zu tun, sind genauso Opfer und auch da ist unsere Regierung tatenlos, sieht die mir zu, wie diese fleißigen Menschen, die hier friedlich leben, die Spaß an ihrem Leben haben, die genauso ihre Kinder aufziehen, wie wir das tun, die ihre Kinder regeln und so weiter, die erziehen und so weiter, und da tut die Regierung auch nichts zu, die davor zu beschützen gegen diesen Wahnsinn, der hier los ist, ne? Also, ich habe den Glauben an diese Politik verloren, an die jetzige Politik habe ich verloren. Und ich verstehe immer noch nicht, und ich kann immer nur mal eins sagen, es ist nach unserem Telefonat gleich, ich habe jetzt lange überlegt, ob ich das so sagen soll, ob mir dazu steht, aber ich mache es jetzt einfach. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass von den derzeitigen Politikern da ein oder zwei oder drei sich zusammentun und sagen, wir halten jetzt auch zusammen und wir sagen das jetzt mal hier ganz klar, das ist eine Politik des Irrsinns, und diesen Irrsinn, den macht alleine die Frau Merkel, der Herr Seehofer hat da einen super guten Satz so gesagt, der hat nämlich gesagt, wenn ein Treffen mit Frau Merkel geplant ist, dann geht er als Raubtier dahin und nach 3 Tagen sitzt er da wie ein Schoßhündchen oder als Wolf, glaube ich, hat er gesagt. Also er geht als Wolf in die Verhandlungen mit Frau Merkel und wenn nach 3 Tagen ist er nur noch ihr Schoßhündchen. Und das sagt doch wohl alles. Und ich kann mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, dass es bei unseren Politikern da oben nicht 2, 3 Leute gibt, die wissen, was los ist und die wissen, was brennt. Und von denen würde ich mir einfach wünschen, einfach, dass es nicht so unendlich hoffnungslos ist jetzt für uns Menschen hier, dass die sagen, okay, wir tun uns zusammen, wir ziehen das jetzt durch, wir sorgen jetzt dafür, dass die Frau Merkel zurücktritt. Und dann machen wir hier die Politik, die Menschen, die hier leben, verdient haben. Ja, weil das sind die uns nämlich schuldig. Wir sind nämlich deren Arbeitgeber und nicht umgekehrt. Ja, und glauben Sie mal, Sie müssen nicht denken, nur weil jetzt, da ein Politiker vor mir steht, der das studiert hat und Politikwissenschaften und was, das interessiert mich nicht. Ich würde dem meine Meinung direkt an den Kopf knallen. Das würde der von mir zu hören kriegen. Ich würde mich nicht einschüchtern lassen. Durch gar nichts lasse ich mich einschüchtern, weil ich weiß, dass das, was ich denke und was ich Ihnen hier sage, dass das Tausende von Menschen denken. Ganz, ganz viele. Sie haben aber ganz viel CDU gewählt. Ja, weil Sie müssen auch mal denken, viele der alten CDU-Wähler, wie alt sind sie? Die haben ARD und ZDF und RTL. Die sind nicht
aktiv im Netz und gucken hier zum Beispiel ihren Politblog. Das wissen sie selber. Ne, und auch hier, sag ich mal, wenn ich sehe, dass da Politwahlkampf im Altersheim gemacht wird, ne? Teilweise dementen Leuten, ne? Die da ihre Stimme abgeben können, dann weiß ich, warum da Wahlkampf gemacht wird in solchen Altenheimen, ne? Ach, Sie meinen den Fahrservice von Bitte? Den Fahrservice, den Politiker manchmal machen für Leute aus Altersheimen, damit sie Stimmen abgeben können. Ja, sehen Sie. Ja, und vor allen Dingen, die sehen ja dann auch, ich sag jetzt mal so eine Omi von 70, die da die Politik einfach nur so in den normalen Medien verfolgt, die jetzt zum Beispiel ihren Blog nicht kennen, ja, vielleicht noch die WAZ, wenn man Glück hat, und wenn da ein CDU-Politiker auftaucht und der dann Wahlkampf macht, ja, dann sagt jemand, der ist mich heute besuchen gekommen, natürlich will ich den, der war so nett. Der hat auch Plätzchen mitgebracht und für jeden Blumenstrauß. Also wenn man das nötig hat, ich meine, ich finde das gut, wenn die dich besuchen gehen, ne? Da ist ja auch dann ordentlich was los, ne? Aber man darf eben nicht vergessen, dass ganz Teil dieser Wähler, dieser CDU-Wähler eben alt, ne? Oder älter. Na, und ich darf gar nicht darüber nachdenken, manche Politblogs schreiben ja auch, dass eigentlich das Ziel dieser ganzen Einwanderungspolitik ist, dass sie spätestens, also mit den nächsten neuen Wahlen, Bundeskanzlerwahlen, dass man da durchgesetzt haben will, dass unsere Zuwanderer hier wählen können, ne? Also das halte ich jetzt für ein Gerücht, aber mittlerweile denke ich da, naja, vielleicht hier ist inzwischen alles möglich. Ich würde auch vermuten, dass es ein Gerücht ist. Es ist ja schon mal über die Jahre hinweg schon mal rauf oder runter gegangen, nach wie vielen Jahren man eingebürgert werden kann, aber direkt, kurzer Zeit, also das ist auch immer einige Jahre gewesen. Ich weiß nicht auswendig. Ich meine, es waren irgendwann mal 8 Jahre, ich weiß nicht, wie es aktuell ist. Ja, aber stellen Sie sich mal vor, Sie haben ja, ich meine, ich finde das sowieso immer, ne? Wenn ich dann Flüchtlingsbilder sehe, wo da steht Mama Merkel, ne, Mama Merkel, wir lieben dich, ne, dann denke ich mir, warum hat diese Menschen noch nie mal einer darauf immer aufgeklärt, dass nicht Frau Merkel das alles aus ihrer Tasche bezahlt und sich kümmern, sondern die Bürger, die hier leben, ne? Im Irak, hat da auch viel für getan. Im Irak gab es mal mindestens eine Demonstration. Ich habe in Nachrichten Bilder davon gesehen, im Irak, wo Iraker demonstriert haben, weil unsere Kanzlerin nach ihrer Wahrnehmung mehr versprochen hat, als die irakische Regierung nach Wahrnehmung der Demonstranten für ihre Bürger tut. Das heißt, da ist Wirtschaft angekommen, was unsere Kanzlerin gesagt hat, also dass sie Druck machen, dass die irakische Regierung mehr für die Bürger tun soll. Also, die hat nicht die Realität hier dargestellt, oder? Ja, alles verschoben. Und ich sag mal so, ich bin eben immer noch der Meinung, durch dieses Diskreditieren da in die Ecke drängen und jetzt machen wir mal, ich sag jetzt mal, alles, was irgendwie rebellhaft ist. Und da ziehe ich jetzt meine Person mal mit ein. Alles, was irgendwie rebellhaft ist und wahr ist, ne, und das ist nicht gewünscht. Das ist auf gar keinen Fall gewünscht. Ja, und dafür gibt es so viele Beispiele, ne? Und da fragt man sich ja eigentlich, warum eigentlich, ne? Warum eigentlich? Warum kann ich nicht frei sagen, was ich denke? Und warum setzt man sich nicht zusammen und spricht mal darüber? Die Probleme sind doch da. Können die noch 100 Mal erzählen, dass sie nicht da sind? Die sind da. Keine Ahnung. Mir ist von wegen nicht kommunizieren noch was aufgefallen. Es gab ja Aufrufe der Terrororganisation Islamischer Staat zur Gewalt gegen Zivilisten und auch zur Gewalt gegen Sicherheitskräfte. Aber da finde ich nicht in der Statistik, wie viele dieser Gewalttaten, die sie wirklich sorgsam aufgegliedert haben, nach Einheimischen, nach Zuwanderern, auch nach Leuten, die aus verschiedenen Ländern kommen. Werden Sie auch nicht finden, aber weil Ihnen da wahrscheinlich keine ehrlichen Zahlen vorgelegt werden, weil diese Menschen im öffentlichen Dienst arbeiten. Das heißt, die stehen in Lohn und Brot. Und auch da kommt meiner Meinung nach dann wieder die Nazi-Keule zum Einsatz. Sagst du was? Was dir wirklich passiert ist? Oder
wie oft das jetzt passiert ist, durch Migranten, dann bezeichnen wir dich als rechts. Dann ist das für uns eine rechtsradikale Einstellung und damit ist dein Job gefährdet. Was ich meine, ist, die Polizeistatistik, da steht schon drin bei bestimmten Taten, aus welchen Zuwanderer, aus welchen Nationen da besonders häufig sind. Aber was mir auffällt, ist, es ist da keine Statistik veröffentlicht, wie viele der Täter inspiriert worden sind durch ISIS. Die Aufrufe von ISIS, die Gewaltaufrufe, haben viele Menschen erschreckt, aber es ist in der Statistik nicht zu finden, wie viele dieser Taten auf diese Aufrufe zurückgehen. Das meine ich. Das ist mir aufgefallen, so von wegen Transparenz. Und ja, denken Sie denn, wir sind in allem transparent? So glauben Sie das wirklich noch? Also ich schon lange nicht mehr. Ich glaube das nicht mehr. Ich glaube, von dem, was ich da höre, ich glaube eigentlich gar nichts mehr. Ne? Man kann, wie gesagt, man kann über alle möglichen Dinge sprechen und ja, aber für mich ist das ist eben so, wo ich sage, da konzentriere ich mich jetzt drauf und mit dem Islam und so weiter an sich habe ich mich überhaupt noch nicht auseinandergesetzt, werde ich vielleicht demnächst tun oder vielleicht sogar tun müssen, damit ich halt ja, noch mehr informieren kann oder besser gesagt einfach aufklären kann. Aber bis jetzt war das halt einfach ein Bauchgefühl und das ist mir bestätigt worden und ich habe halt ganz, ganz viele Frauen, die bauen da auch auf mich, die vertrauen, die für die ist das wirklich so wie so ein Rettungsanker, das schreiben die mir auch. Die kommen auch, die kommen aus Nürnberg, die kommen aus Aachen, ne, ob wirklich alle kommen, die das sagen, weiß ich nicht, aber wenn alle kommen, dann wird's voll. Das weiß ich, ne, aber man weiß es halt nicht. Geschrieben ist ja immer schnell, ich komme. Ne? Dann umzusetzen, wird man ja dann sehen. Ne? Und für Pferden wäre ein ganz großes Anliegen, wie gesagt, wenn ich wirklich die friedliebenden Muslime oder Menschen, müssen ja nicht nur Muslime sein, wir haben ja auch andere Ethnien hier, wenn die auch kommen würden, wenn die halt in einem zukünftig in einem friedlichen Land leben wollen, wo unsere Gesetze auch noch gültig sind, ne? Und gelten und auch umgesetzt werden. Damit wäre schon, glaube ich, viel erreicht, wenn wir das einfach mal machen würden und nicht noch immer deckeln würden und streicheln würden und sagen, ja, traumatisiert, schweres Leben gehabt. Mhm. Es gibt ja auch die Möglichkeit der Sicherheitsverwahrung zusätzlich zur Strafe. Ich habe mir das mal durchgelesen, Paragraph 66 und folgende Strafgesetzbuch. Das betrifft hauptsächlich Mehrfachtäter, die es zweite oder dritte Mal eine Tat gemacht haben, das geht hauptsächlich um Gewalttaten, aber auch die öffentliche Sicherheit gefährden zum Beispiel. Und bei schweren Gewalttaten, wo die Mindeststrafe ein Jahr ist und der betreffende Täter zu 5 Jahren verurteilt wird, kann er einmal, beim ersten Mal schon zusätzlich Sicherheitsverwahrung kriegen, dass er länger weggesperrt wird als die Strafe. Wir haben hier sämtliche Möglichkeiten, uns davon zu befreien, wenn wir das umsetzen würden. Die Möglichkeiten sind da. Aber wenn Sie zum Beispiel mal beobachten mit den Urteilen, ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass ein Asylsuchender, wenn er eine Straftat begeht, eine Vergewaltigung oder eine sexuelle Belästigung, und also außer beim Mord, da ziehen Sie es durch. Aber ein Asylsuchender, der länger verurteilt wird wie 3,5 Jahre, der wird abgewiesen oder muss abgewiesen werden. Der hat dann seinen Asylstatus verloren. Wenn Sie sich die Urteile angucken, es hat immer im 2-2,5 Jahre-Bereich. Die lachen sich über uns kaputt. Die lachen sich über uns kaputt. Die haben selbst im Gefängnis, hier in deutschen Gefängnissen, noch ein super Leben. Es gibt eine Muckibude, es ist Fernsehen, es gibt Veranstaltungen, es gibt gutes Essen. Die Pfleger, ich sag Pfleger sind das ja nicht, die Justizvollzugsbeamten, müssen freundlich sein, die sind medizinisch rundum versorgt, die sind unter sich. Da die lachen sich über uns kaputt. In deren Ländern, wenn die nur Diebstahl begehen, da muss man ja sagen, da sind die Islamisten ja rigoros, da wird denen die Hand abgehackt. Für Diebstahl. Wird denen die Hand abgehackt. Völlig unverhältnismäßig. Ja, sehen Sie. Deswegen denke ich, dass meine Aussage stimmt, die lachen sich über uns kaputt. Die Politiker da oben merken nicht, wie sehr die
die hier lebenden friedlichen Menschen damit in Gefahr bringen. Und dafür gehe ich auf die Straße. Also was mir auffällt in der Polizeistatistik, die Aufklärungsquote bei Gewalttaten ist ja recht hoch. Da findet man Aufklärungsquoten teilweise 85%, je nach Tat. Und davon kann man bei Eigentumsdelikten wie Diebstahl nur träumen, dass die Polizei wendet ja viel mehr Arbeit auf. Inzwischen schon nach Priorität. Natürlich ist auch eine Polizei bemüht, ist immer den Schaden klein zu halten. Oder den Schaden am Menschen klein zu halten. Da bin ich mir felsenfest von überzeugt, dass die von sich aus da schon Prioritäten setzen. Die wissen auch. Aber wenn es einfach zu viel wird und wenn es explodiert und wenn die keine Handhabe haben, wie oft liest man, der Täter war Polizei bekannt. Der Täter ist polizeilich aufgefallen. Immer nur mal alleine den Fall vor ein paar Wochen, wo ein Mann seine Frau abgestochen hat. Dieser Mann ist mehrfach vorher auffällig gewesen, polizeibekannt. So, es kam zu einer Gerichtsverhandlung und der Mann ist in die Psychiatrie eingewiesen worden. Da habe ich mich gefragt als Leser, so, wenn der Polizei nicht mehrfach aufgefallen ist, dann ist nie vorher aufgefallen, dass der einen an der Klatsche hatte und weggesperrt gehört oder in eine Psychiatrie untergebracht werden musste. Das ist erst aufgefallen, als er seine von ihm getrennt lebende Frau abgestochen hat. Das ist dann auch, da war die Frau aber schon tot. Ja, sagen Sie jetzt was dazu. Ja, also was mir auffällt, die Sicherungsverwahrung, die gibt es erst bei Einmaltätern nur bei besonders schweren Taten und ansonsten müssen sie zwei oder drei Taten begangen haben, damit geprüft wird, ob die über die Strafe hinaus eben dauerhafter weggesperrt werden müssen. Also im Moment ist die Gesetzeslage so. Ich finde einfach, ich muss Ihnen mal jetzt mal ganz ehrlich sagen, aus den Ländern, aus denen die kommen, die sind nicht zimperlich mit ihren Gesetzen da. Da haben wir hier Kuscheljustiz. Ja, und das muss man dann eben auch mal so ein bisschen vielleicht mal anpassen, damit die das akzeptieren oder respektieren. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Ich habe sowas nicht studiert. Ich kann kann Ihnen da die Lösung nicht jetzt aus dem Ärmel schütteln. Ich kann Ihnen einfach nur sagen, dass die Bürger das nicht mehr wollen und nicht mehr mittragen werden. Und wenn, wenn die Bürger halt weiter sich ruhig verhalten, dann wird es halt innerlich brodeln, ja, und was dann passiert, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. So, das war halt für mich meine Idee, was dagegen zu tun, das jetzt so umzusetzen und weiterzumachen, das nicht einschlafen zu lassen, mehr Menschen zu motivieren, für ihre Grundrechte auf die Straße zu gehen, damit zumindest das Problem mit der Gewalt gelöst wird. Die müssen da jetzt mal einfach dran. Ich will von einem Politiker, der maßgeblich daran beteiligt ist, wie mein zukünftiges Leben aussieht, nicht hören, dass er jetzt 36 Stunden schon fleißig war. Sowas will ich nicht hören. Für mich setze ich das als selbstverständlich heraus. Das muss er mit Herzblut machen. Und nicht sich selber bedauern, weil er jetzt 36 Stunden mal nicht geschlafen hat. Wissen Sie, wie ich meine? Ich kann mich da reinversetzen. Dann ist ja gut. Ich kann mich da reinversetzen, was es heißt, ehrenamtlich auch mal mit zwischendurch sehr wenig Schlaf, ohne Bezahlung, sich zu engagieren. Auch wenn ich nicht gerade im Rettungsbereich oder medizinischen Bereich bin, aber mich engagiere, aber ja, ich kann mich hineinversetzen. Also geben Sie mir eigentlich recht in dem, was ich sage. Ja. Ne? Das ist eine Lachnummer. Für mich. Das ist echt eine Lachnummer, wirklich. Ja. Ich habe nur so gedacht, wenn das wirklich richtig fleißige, engagierte Mitarbeiter hören von irgendeinem Übernehmen oder eine Selbstverständlichkeit ist, die lachen sich jetzt über den kaputt. Ja, aber genau so wäre der in einer Diskussion oder so. Ne? Immer dieses, wir machen ja, wir tun ja und im Grunde genommen gar nichts kommt hier beim Bürger an mehr. Ja, und wird die erzählen. Ja, und die, ich denke mal, die reden ja auch viel über politische Probleme und wo sie hier machen und da machen. Und das ist aber nicht das, was hier im Moment das Top-Problem ist. Ne?
Die gehen an das Hauptproblem einfach nicht dran. Und das ist auch der Grund, warum, meiner Meinung nach, warum der Seehofer so eingebrochen ist. Der Seehofer hat immer monatelang gesagt, mit uns gibt's das nicht mehr. Noch eine Massenzuwanderung, bei uns gibt's eine Grenze und die werden wir durchsetzen und ansonsten gehen wir mit Frau Merkel nicht zusammen. Da habe ich ja gedacht, ja wenigstens einer, der sich noch gegen diese Frau durchsetzt, der ihr und dann sagt er ein paar Wochen später, ich gehe als Wolf zu ihr und wenn ich neben ihr sitze, dann bin ich ein Schoßhündchen. Ich frage mich auch, ich meine, die Flüchtlinge sind ja verursacht. Vielleicht sollte man mal die Verursacher mitbezahlen lassen. Ja, ist auch eine gute Idee, aber da sage ich Ihnen ganz ehrlich, der Bürger interessiert das nicht so jetzt. Ne? Klar, Fluchtursachen und was ist da los? Und dann sagt man immer, ja, der Europa hat Afrika ausgebeutet. Ich sage Ihnen aber auch schon, Europa hat aber auch schon jahrelang versucht, in Afrika was hinzukriegen und das über zig Jahre. Also ich kann mich noch erinnern, als Kind schon in der Grundschule habe ich so eine kleine Pappspardose immer gehabt und da mussten wir dann immer spenden. Damals durfte man das böse Wort, ich sage jetzt mal noch sagen, ne? Also muss man ja sagen, Schwarzhäutige. Also für die schwarzhäutigen Kinder, ne? Und damals ist das aber noch anders und das hat mich mein Leben lang begleitet. Ich habe immer gespendet für diese armen Menschen in Afrika. Ich war immer von diesem Elend entsetzt. Aber man hat weder was über Verhütung gemacht, noch den wirklich beigebracht, dass man hier eben, wenn man was haben will, dass man dafür arbeiten muss, dass man eine Leistung dafür bringen muss. Und dass das hier, unser Wohlstand hier auch nicht alle Bäume hängt. Ich kann auch nicht im Park gehen und mir da ein neues Auto runterpflücken. Ich meine, für hart arbeiten. Ich meine, die Leute, die hinter diesem Krieg in Syrien stecken, die da das gemacht haben. Also wenn sie von denen das Geld wiederholen. So was reden, dann setzen sie wirklich viel Wissen voraus und das habe ich nicht. Das heißt, da müsste man erstmal wissen, wer es ist. Ja, ich weiß halt, ISIS und so weiter und angeblich steckt der Amerikaner da drin und dann steckt der Russe da auch mit drin, aber das ist für mich jetzt hier, mich interessiert das, klar, Fluchtursachen, ne, aber ich kann Ihnen nur vielleicht zum Abschluss dazu sagen, was meine persönliche Meinung ist. Länder, die ihre Frauen nicht wertschätzen, Länder, die nicht gleichberechtigt mit ihren Ehepartnern leben. Diese Länder sind immer hilfsbedürftig und da können Sie auf der ganzen Weltkugel gucken. Länder, in denen die Frau gleichgestellt ist, wo die Frau auch arbeiten gehen darf, wo die entscheiden darf, was ziehe ich an, was darf ich anziehen oder wo die selbst entscheiden darf, will ich ein, zwei, drei oder vier Kinder. Die Länder kommen auch vorwärts und die bauen sich auch was auf. Die haben auch eine funktionierende Wirtschaft, wenn die in einer Demokratie leben. Ne? Also wenn wir jetzt an Rumänien denken, da Ceausescu und so weiter, obwohl da die Frauen auch nicht so besonders viel wert sind, aber noch lange nicht so schlimm wie im Islam. Das ist so meine Beobachtung halt, ne? Meine persönliche Beobachtung. Ne? Da kann man helfen, wie man will, solange wie diese Unterschiede halt gemacht werden. Weiß ich nicht, sehe ich da halt einfach schwarz und ich sehe dann halt einfach schwarz in einem so hier, ich sag mal, hochmodernen Land, wie es jetzt hier nun mal Deutschland ist, dann mit solchen Menschen zu überfluten, ne? Ja. Also Sie haben ja bestimmt schon mal was hier von den Menschenrechten gehört und was die Konversation und was alles da unterschrieben worden ist. Und dazu habe ich mir was rausgesucht. Sollte ich Ihnen mal so vorlesen? Also es ist schon mal vorher eine so. Kairoer Menschenrechtserklärung ist eine 1990 beschlossene Erklärung der Mitgliedstaaten der Islamischen Konferenz, welche die Scharia als alleinige Grundlage von Menschenrechten definiert. Heißt also, die Scharia, überall wo die Scharia gilt, ist die Frau ja nicht wert oder dem Mann untertan. Diese Erklärung wird als islamisches Gegenstück zur allgemeinen Erklärung, also der europäischen oder der europäisch orientierten, oder ich sag mal, sagen wir jetzt mal einfach der modernen Länder, als das Gegenstück zur allgemeinen Erklärung der Menschenrechte gesehen. 57 Länder haben das unterschrieben. Das bedeutet, dass sie die Scharia
höher gewichten, wenn ich das richtig verstehe, als die Menschenrechte der UNO oder es miteinander abwägen und damit die Menschenrechte der UNO verwässern in ihren Ländern? Ja, ja, genau. So, die akzeptieren Teile dieser Menschenrechte, die Sie gerade erwähnt haben, also der UNO, klar, Teile davon, aber eben nicht alles. Diese 57 Länder akzeptieren die Scharia. Und dann wissen wir, wie in 57 Ländern das Elend und Leben von Frauen aussieht. Und dann wissen wir, wenn wir jetzt hier nicht auf die Straße gehen und was dagegen tun, dann weiß ich nicht, wie es hier enden wird. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nicht friedlich. Wenn man sich anschaut, was die Meinung der UNO ist, das ist, die Menschenrechte der UNO sind zwingendes Völkerrecht und nach Meinung der UNO müsste es doch umgekehrt sein, dass die Scharia nur so weit angewendet werden darf, wie es die Menschenrechte erlauben. Die wollen das doch nicht unterschreiben, die wollen ihre Scharia. Und dann frage ich mich und dann sagen, dann stellen sie mir Fragen oder dann erwarten von uns unsere Politiker, wo wir das wissen und dann sehr viele Menschen wissen das. Ne, dieses, was ich Ihnen gerade vorgelesen habe, und dann sollen Sie alle Herzchen in die Augen kriegen, ne? Verstehe. Ja. Und gleichzeitig mundtot machen lassen, wenn wir das Wort Flüchtling sagen und kriegen nicht Herzchen in die Augen, dann sind wir Nazis. So einfach ist das nicht mehr. Der Zug ist meiner Meinung nach, ja, es fängt an zu bröckeln, die Fassade fängt an zu bröckeln. Das ist noch lange nicht durchbrochen, das ist noch ein weiter Weg, ne? Wo findet denn Ihre Demo statt? Also wann genau, wie viel Uhr und wo erfährt man dann noch weitere Details, um dann auch zu der Demo anreisen zu können? Also ich hatte das ja gerade schon mal erwähnt. Wir haben auf FB, also Facebook, haben wir eine Seite, die heißt Mütter gegen Gewalt. Es ist eine geschlossene Gruppe. Und natürlich schauen wir so ein bisschen auf die Mitglieder, weil wir wollen ja jetzt keinen Stress zwischen haben oder total rassistische Posts oder sonst irgendwas. Das ist ja absolut nicht gewünscht. Wir posten auch mal ganz gerne eine schöne Handarbeit oder ein leckeres Kochrezept. Man will ja nicht immer nur alles schwarz sehen. So, also die Seite heißt Mütter gegen Gewalt. Und da sind immer alle aktuellen Infos. Und die Demo ist am Sonntag, den 4. März, ab 14 Uhr in Bottrop. Und die startet ab der Cyriakuskirche. Da ist ein großer Vorplatz. Und von da marschieren wir los. Und dann marschieren wir noch aus Solidarität mit dem Apothekerskandal, den wir im Moment in Bottrop hatten, marschieren wir dann, deswegen habe ich mir auch explizit diesen Platz ausgesucht, damit wir dann alle nochmal an dieser alten Apotheke vorbeigehen, wo eben ein Apotheker auch gedacht hat, er kann Gott spielen und hat dann anstatt wirklich Medikamente zu verabreichen, hat er halt einen Kochsalz verabreicht. Und aus dieser, ja, und daraus ist halt, jetzt weiß ich das. Ja, also auch Solidarität mit, genau, mit den Opfern dort. Solidarität mit diesen ganzen traurigen Angehörigen und die vielen Tränen, die so geflossen sind, marschieren wir dann eben, also haben wir dann die Möglichkeit, da an dieser Apotheke vorbeizumarschieren. Okay, wir werden dann auch entsprechend verlinken, dass man sich da auf dem Laufenden halten kann, ja, um die, sich zur Demo zu informieren. Ja, super. Wär schön. Würde ich mich freuen. Ja, vielen Dank. Ja, ich habe auch zu danken. Für das Interview, für die Informationen. Ja. Und dann sage ich es unseren Zuhörern bis zur nächsten Sendung von Macht um Menschenrechte.